Erste Fabel: Die Gewalt. Es gesellten sich ein Rind, eine Ziege und ein Schaf zum Löwen und zogen miteinander auf die Jagd in einen Forst. Da sie nun einen Hirsch gefangen und in vier Teile gleich geteilt hatten, sprach der Löwe: Ihr wisset, daß ein Teil mein ist als eures Gesellen, das andere gebührt mir als einem Könige unter den Tieren, das dritte will ich haben darum, daß ich stärker bin und mehr danach gelaufen und gearbeitet habe, denn ihr alle drei. Wer aber das vierte haben will, der muß es mir mit Gewalt abnehmen. So mußten das Rind, die Ziege und das Schaf für ihre Mühe das Nachsehen und den Schaden zum Lohne haben. Fahre nicht zu hoch, halte dich zu deinesgleichen. Es ist mit Herren nicht gut Kirschen essen, sie werfen einen mit den Stielen ab. Zweite Fabel: Der Rat der Mäuse. Die Mäuse berieten sich einst, wie sie sich gegen die Nachstellungen der Katze schützen möchten. Da machte eine von ihnen den Vorschlag, man solle der Katze eine Schelle anhängen, durch deren Klang sie dann früh genug zur Vorsicht und zur Flucht ermahnt würden. Der Vorschlag fand allgemeinen Beifall. Wer aber wird der Katze die Schelle anhängen? Fragte eine alte und verständige Maus. Alle schwiegen und eine nach der anderen schlich sich still davon.